Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Raid Hollywood Hills USA mit dem edlen Gameplay-Spender Snappack 360. Er spielt Raid, Runde 1 ist das jetzt. Und er hat einmal dieses, glaube ich, Schockladung dabei und einmal das Sprengstoffkissen, was er nach vorne geschmissen hat. Und jetzt versucht er, noch ein paar Gegner zu töten. Hat er auch geschafft. Ich möchte heute mal über die Ansage sprechen. Die berühmte Ansage von einem ganz bekannten YouTuber. Ich habe dieses Video schon mehrmals verfasst, aber trotzdem möchte ich es nochmal verfassen. Und zwar, es geht mir heute um den Mickey. Mickey kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist auch Ahornente auf YouTube. Und der hat ja zurzeit in meinen Augen ein kleines Problem. Er hat in meinen Augen viel zu wenig Likes. Ich will jetzt nicht hier sagen, er was, da hat doch genug Likes. Ich finde einfach, was er macht und was er rüberbringt, sollte er doch viel mehr Likes bekommen. Wenn ich mir jetzt mal überlege, zum Beispiel die großen YouTuber, zum Beispiel C-Nanners, und mal gucke, wenn C-Nanners zum Beispiel ein Video hochlädt, in den ersten 4 Sekunden hat dieses Video schon 8000 Likes. So. Da denke ich mir schon, wirklich, das ist ja übertrieben. Die haben das Video nicht mal gesehen, nicht mal den Anfang. Und dennoch liken sie etwas, was sie überhaupt nicht kennen. Und ich denke einfach, das ist nicht der Sinn der Sache. Die Ahornente gibt sich wirklich Mühe, was sie macht. Ihr habt sie wahrscheinlich alle schon mal gesehen. In Action. Ich sag nur, meine PS3 wurde ja auch zerstört von ihr, als ich sie ihr zugesandt habe. Und er hat vor ein paar Monaten ein Ansagevideo gemacht über Danny Burnage. Das ist auch ein ganz großer YouTuber und noch ein richtig junger YouTuber. Das muss man mal so stehen lassen, weil Danny Burnage ist sehr, sehr jung und wurde auch sehr, sehr schnell erfolgreich. Das heißt, schnell erfolgreich werden, das kann man gar nicht so richtig schnell verarbeiten. Stellt euch mal vor, ihr wärt dieser Danny und macht diese Videos am Anfang unkommentiert und dann, ja, entwickelt sich das. Da kommen 50.000 Abonnenten, 100.000 Abonnenten. Und genau diese Abonnenten, die ihr da bekommt, wollen das sehen. Die wollen sehen, wie Leute getrollt werden. Und jetzt kommen hunderttausende Kommentare auf einen. Bring doch wieder das, bring doch wieder das. Und das und das und das. Und wenn das nicht kommt, dann gibt es sogar Drohungen von Abonnenten. Hey, Danny Burnage, wenn du jetzt keine Trollvideos bringst, die abonniere ich dich. So, wenn das tausendmal kommt, dann wirkt das natürlich auf Danny Burnage ein und er macht weiter. Natürlich, ich schaue Danny Burnage auch. So ist es nicht. Also muss man gar nicht mal diskutieren. Ich schaue auch manchmal so Danny Burnage rein. Zum Beispiel bringt er jetzt irgendwas mit Frauen da, irgendwas mit irgendwelchen Frauen und so. Keine Ahnung, was der da bringt. Frauen, Mädchen da und was weiß ich. Ist natürlich im ersten Moment richtig lustig, auf jeden Fall. Aber hunderttausende Menschen schauen dieses Video an, ohne überhaupt die Genehmigung von der Person zu haben. Ne, da werden die Mädchen in diesem Film sind ja richtig gefilmt hier, richtig nah dran, Alter. Full HD, beste Grafikpower, Mann. Und die wurden nicht gefragt, hey, darf ich dich filmen? Aber Danny Burnage darf das. Warum darf er das? Warum ist das nicht illegal? Ist auch die zweite Frage. Warum darf ich die Stimme von einem anderen, der in einem Let's Play zufällig drin ist, aufnehmen und auf YouTube veröffentlichen? Ein normaler kleiner YouTuber, der würde sofort Strafe bekommen und der YouTube-Kanal wäre weg und ich würde im Knast landen. Aber ein Danny Burnage, da passiert nichts. Nichts. Ich kenne keinen YouTuber, einen großen YouTuber, wo bisher was passiert ist, dass die irgendwie eins auf den Deckel bekommen haben. Nee. Aber wenn jetzt zum Beispiel der YouTuber Saraza LP irgendeine pornografischen Clip von Ding macht, irgendwie, so, weiß schon, pornografischen Clip hat er mal gemacht, in so einem Let's Play war irgendwas dabei, war alles verpixelt und so, da hat er schon einen Community Strike bekommen, aber Danny Burnage, der darf die Leute verarschen, öffentlich, und das ins Netz stellen, und da ist doch irgendwas nicht normal an der Sache. Das heißt, YouTube ist halt schon ein bisschen komisch. Aber egal. Das war jetzt einfach mal meine Meinung hier über Danny Burnage.
und über Ahornente. Jo, wenn ich nicht recht habe, dann könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich sage nur 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zweite Runde geht's los, aber ich sage jetzt auf jeden Fall ciao. Hab neuen YouTube-Kanal, Bruno Weigel. Den habe ich aber schon länger. Ach, der YouTuber schreibt zurück. Habe ich dem geschrieben? Leute, ich sage auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal.